Herzlich willkommen beim Reiseservice des ADAC. Venedig, La Serenissima, die vollkommen unwahrscheinlichste Stadt, kämpft seit fast 500 Jahren gegen ihren Untergang. Und genauso lange beflügelt sie die Fantasie der Menschen. Die Machtfülle der Dogen, die erotischen Geschichten Casanovas, der Wagemut Marco Polos, die melancholische Kulisse der Stadt auf dem Wasser. Begleiten Sie uns auf einen kurzen Ausflug in die Lagunenstadt. Venedig, die Stadt der Liebenden, die Lagunenstadt, die wohl prächtigste Pfahlsiedlung der Welt. Als beliebtes Urlaubsziel zieht Venedig im Jahr über 16 Millionen Touristen an. Doch trotz der Menschenmassen in den Straßen verliert Venedig nichts von seinem Zauber. Besonders in den kleinen Seitenstraßen und Kanälen ferner Touristenattraktionen ist der gemütliche, ursprüngliche Charme der Stadt zu spüren. Neben den teuren Wassertaxis und den Wasserbussen, den sogenannten Vaporetti, beleben die für Venedig typischen Gondeln die 400 Kanäle. Venezia bekommt man nur selten in diesen edlen Wasserfahrzeugen zu sehen. Sie befördern hauptsächlich Touristen, die auf diese romantische Art und Weise die Stadt erkunden. Bei voller Besetzung muss ein Gondolieri etwa 800 Kilo befördern. Da dies eine recht athletische Übung ist, haben Gondeln über allen anderen Wasserfahrzeugen Vorfahrt. Will man die Stadt etwas preiswerter zu Wasser erkunden, so empfiehlt sich eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Vaporetti sind das, was in anderen Städten der Bus ist. Eine Fahrt mit der Linie 1 führt einmal den Canal Grande entlang und sollte auf keiner Venedig-Reise fehlen. Die Fahrt führt unter anderem zu der bekanntesten der 400 Brücken, der Rialto-Brücke. Dieser 7,5 Meter hohe Bogen aus Marmor, der auf 12.000 Eichenstämmen errichtet wurde, war bis zum Bau der Ponte dell'Accademia die einzige Möglichkeit, den Canale Grande zu überqueren. Auf dem Mercato di Rialto tummelt sich das Leben. Hier finden Sie typische Souvenirs. Vorsicht bei Billigangeboten, viele der angepriesenen Waren stammen nicht aus Venedig. Die Glasbläserkunst hat eine lange Tradition in Venedig. Wer sich hierfür interessiert, wird einen Besuch auf Murano lieben. Die hübsche kleine Insel bietet jede Menge Möglichkeiten zum gemütlichen Bummeln und dem Erwerb eines echten Sammlerstücks aus Murano-Glas. Ein besonderes Highlight, teilweise kann man den Glasbläsern bei ihrem Handwerk zusehen. Die Piazza San Marco. Hier werden Touristen zu Taubenliebhabern und beginnen ihre Stadterkundung mit einem obligatorischen Souvenirfoto mit Hunderten von Tauben. Am Ende des trapezförmigen Markusplatzes liegt der Dom San Marco. Seinen 5 Kuppeln und dem fehlenden Kirchturm verdankt er seinen Ruf als eine der seltsamsten Kirchen Westeuropas. Der Innenbereich übertrumpft jede andere Kirche an Prunk, Gold und Details. Schräg gegenüber ragt der höchste Turm der Stadt, der Campanile, mit seinen 98 Metern in den Himmel. Der Palazzo Ducale macht die Sammlung der Sehenswürdigkeiten rund um den Markusplatz komplett. Besonders in den Abendstunden empfiehlt sich ein Spaziergang entlang der Uferpromenade. Hier kann man den Tag wunderbar ausklingen lassen und die Silhouette der Santa Maria della Salute und San Giorgio Maggiore im Sonnenuntergang bewundern. Venedig, bei Tag und bei Nacht ein echtes Erlebnis. Der ADAC hat selbstverständlich die passende Literatur für Ihren Venedig-Aufenthalt. Der Reiseführer Venedig für 6,50 Euro, den ADAC Reiseführer Plus mit Cityplan für 8,95 Euro sowie den ADAC Reiseführer Jubiläumsband Italien für 9,95 Euro. Die Reiseführer sind im Buchhandel, in den ADAC-Geschäftsstellen und bei uns im Internet erhältlich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise und einen unvergesslichen Aufenthalt.